Und damit willkommen zur Mega Season Round 2. Heute steht das Rennen in Saudi-Arabien an. Ich bin mega hyped. Und auch hier in unserer kleinen Karriere könnte es nicht spannender zugehen. Denn im heutigen Rennen ist es nicht so wie scheint. Es kann so viel passieren und es wird viel passieren. Red Flags, Crash, Safety Car Phasen und vieles mehr. 6,1 Kilometer, 27 Kurven und 3 DRS-Zonen. Wochenende das meiste machen konnte. Und wie viele Straßenkurse ist es eine Strecke, bei der Fahrfehler meist nicht ungestraft bleiben. Also hoffen wir mal, dass das Safety Car heute nicht raus muss. Gehen wir die Startaufstellung der Fahrer für das aufregende Rennen von heute durch. Charles Leclerc startet aus der Pole Position. Und daneben steht Max Verstappen, der von P2 starten wird. Und hier die restliche Startaufstellung heute. Hamilton, Russell, Perez, Oscar Piastri, Gasly, Norris, Fernando Alonso, Stroll, Albon, Sainz, Joe, Tsunoda, Ocon, Bottas, Magnussen, Hülkenberg, Ricciardo und Logan Sargeant. Die Startlichter werden jeden Moment ausgehen, also schalten wir runter zur Strecke. Hier in der Kommentatorenbox begleitet mich wieder der erfahrene und bestens informierte Stefan Römer. Lass uns über Charles Leclerc sprechen. Nun, das war schon eine beeindruckende Qualifying-Runde, mit der diese Pole Position geholt wurde. Aber kann die Führung auch bis nach Kurve 1 gegen so viele schnelle Starter verteidigt werden? Ansonsten. Damit auch von mir wieder ein herzliches Willkommen hier und wir starten. Lights out und let's go. Mein Start war eher mittelmäßig, falls es euch aufgefallen ist. Ich bin aber auch mit dem weißen Reifen unterwegs. In Turn 1 sneakt sich Max Verstappen direkt die Lücke, geht außen an uns jetzt mal ran und dann mit der Innenseite ist er direkt vorbei. Ja, das war mir auch irgendwie klar, dass ich beim Start aufgefressen werde mit dem weißen Reifen. Doch ich habe natürlich eine Genius-Strategie. Ich möchte dann am Schluss des Rennens die roten Reifen draufhauen. Dann bist du wirklich fast lichtgeschwindigkeitsnah. Also dann bin ich echt sehr gespannt. Der erste Sektor läuft jetzt mal so mittelmäßig. Also wenn ich mir das angucke, wir verlieren richtig viel Zeit auf Verstappen. Doch der ist auch der Einzige, der mit dem roten Reifen unterwegs ist. Sonst wirklich viel weiß, aber auch teilweise gelb. Ja, wo ist Sainz hin? Ja, Sainz natürlich auch ein bisschen bad, denn er ist ja von 12. Platz, musste er da los ins Rennen gehen, hatte kein gutes Qualifying. Schaut gerne oben rechts vorbei, da habe ich euch auch das Qualifying und Training verlinkt. Abonniert gern kostenlos den Channel und macht euch gerne ein Däumchen nach oben da, falls euch mein Video hier gefällt, aber schaut auch gerne auf Instagram und auf TikTok vorbei. Da war ich ein bisschen sehr spät beim Einlenken. Generell die weißen Reifen einfach jetzt in diesem Zeitpunkt unfahrbar. Also da ist wirklich kein Stückchen Temperatur in diesen Reifen und da muss ich wirklich kämpfen, um überhaupt an Verstappen nur annähernd dran zu bleiben. Doch das wird sich mit den nächsten ein, zwei Runden safe ändern. Die Temperatur wird dann auch langsam in die Reifen kommen. Und das war dann halt auch dieser rote Reifenvorteil, den Verstappen hatte und auch genützt hat. Der ist dann direkt nach den ersten drei Kurven ist er da an mir vorbeigezogen. Und ich konnte da kaum irgendwas dran ändern. Wir gucken uns noch einmal die Start-Replay an. Und ich bin eigentlich gut vom Fleck weggekommen, doch mein Problem war halt, dass ich nicht direkt Verstappen abgedeckt habe und da meiner Linie treu geblieben bin. Ich dachte, wenn ich innen bin, reicht das da easy. Gucken wir das nochmal von meiner Onboard-Perspektive aus an. Und was soll ich sagen, wir kommen eigentlich gut weg, doch er kann viel später bremsen. Ich lasse ihn noch genug Platz. Das war auch ein großer Fehler, denn somit hat er da wirklich die bessere Linie beim Exit. Aber ja, ist natürlich alles, dieser Reifenunterschied ist enorm. Ich kann mich aber gut halten, Ende dritter Runde hier, ich kann Verstappen ab jetzt gut folgen. Ich merke auch, die Reifen sind deutlich besser geworden, die Konkurrenz lässt unnormal abreißen. Hamilton schon fast 3,5 Sekunden hinten, auch Piastri schon 5 Sekunden und das ist wirklich enorm. Ich lasse mich hier von Verstappen teilweise durch die DRS-Zone natürlich ziehen und kann ihn da gut folgen. Boah, da komme ich weit über den Körper drüber, müssen wir echt auf den Unterboden aufpassen. Auch hier sah bis jetzt ja noch nicht so clean aus. Es ist halt wirklich schwierig. Gerade diese weißen Wälzer, teilweise in den Highspeed-Passagen, wo du halt wirklich auf Grip aufbaust, da sind die Reifen halt wirklich höllisch.
Ich finde auch diese gemischte Außenperspektive, Innenperspektive finde ich ziemlich genial, denn somit hast du da tatsächlich den kompletten Blick, wie du dich auch dran arbeitest an den Konkurrenten. Max ist halt wirklich sehr schnell, also wirklich, da muss ich doppelt noch aufs Gas gehen. Wir fahren auf Schwierigkeit 95 und ja, ich fahre Traktionskontrolle ein, aber eben nur hier in jeder, weil es einfach zeitlich sich nicht ausgegangen ist, da jetzt auch noch ein gutes Setup rauszuwerfen. Es tut mir leid. Aber ich bin auch jeder natürlich schon mit Traktionskontrolle im Mittel gefahren. Also gerade in meiner normalen MyTeam-Karriere, da fahre ich das ständig. Guck gerne oben rechts vorbei. Ich habe natürlich auch einiges geplant. Recap zum Rennen wird natürlich kommen. Ich hoffe, dass es einiges Diskussionswürdiges gibt. Entweder morgen, aber vermutlich dann am Montag. Und ich werde auch natürlich ein Video zu dieser ganzen Horner-Geschichte machen. Red Bull, wie sie sich selbst zerstören. Das Video habe ich auch schon in Produktion, also das wird auch die nächsten Tage online kommen. Und natürlich auch die MyTeam-Karriere. Sie muss weitergehen. Ende Mai kommt ja auch schon F1-24 und bis dahin sollte ich dann schon mal fertig sein, würde ich sagen. Also wir werden schon noch eine Last-Dance-Karriere machen. Jetzt aber mal im letzten Sektor gehe ich mal vom Gas runter, denn ich will natürlich auch auf Startziel ein DRS bekommen. Wird das reichen? Wir haben knappe 3,5 Zehntel Rückstand, aber der wird ganz, ganz schnell weniger. Ich saug mich hier rechts an, Verstappen dran, kann aber nicht richtig einlenken, bremst viel zu spät und muss die erste Kurve hier cutten. Das war nix. Das war einfach ein blöder Versuch, viel zu spät auf der Bremse und deswegen musste ich hier noch einmal die Lenkung aufmachen. Max lacht sich eigentlich ins Fäustchen, der kommt da jetzt einfach easy going durch, aber ich merke halt auch, die weißen Reifen haben bald diesen Kipppunkt, wo die Weißen besser sind als die Roten und das wird in maximal 1-2 Runden der Fall sein und dann sind wir da, denn ich bin immer noch im DRS-Fenster, ich folge Verstappen wie sein eigener Windschatten, ich bin theoretisch wirklich immer in diesem Sekundenfenster und das seit der dritten Runde, da muss ich auch drin bleiben, sonst würde das Rennen komplett auseinanderbrechen und ich würde vermutlich dann auch direkt einen Rückstand von 5 bis 9 Sekunden anhoffen, wie die Leute hinter mir. Perez mit der roten Strategie auch interessant, fährt jetzt auch mittlerweile auf dem 5. Platz herum, hofft natürlich auch Sainz, kann sich dann ein bisschen nach vorne arbeiten, würde es ihn auf jeden Fall gönnen und ja, natürlich, falls ihr das gehört habt, das ist natürlich schrecklich, dass Carlos Sainz diesen Blinddarmentzündung hatte, musste da operiert werden und wird durch Oliver Bierman im heutigen Rennen ersetzt, während der richtigen Formel 1. Da bin ich auch sehr gespannt. Hier auf die Bremse, natürlich, wer kennt es nicht, wer will das DRS haben? Jeder. Brake Testing 2021, das legendäre Duell zwischen Verstappen und Leclerc dann 22 und ich bin da wirklich sehr, sehr, sehr hyped drauf, wie das dieses Jahr aussehen wird und jetzt gehen wir aber richtig bremsen. Endgültig an Verstappen vorbei. Seine Reifen scheinen auch schon langsam, ja, aber sicher so ein bisschen abzubauen. Und da konnte ich jetzt endlich mich an ihn da vorbeischmiegen. Wie gesagt, Oliver Bierman mit 18 Jahren, der jüngste Debütant aller Zeiten, der jüngste Debütant in einem Ferrari aller Zeiten. Und ja, dass man das letzte Mal von Formel 2 oder von einer anderen Klasse in der Formel 1 mit Ferrari debütiert hat, gab es das letzte Mal 1973. Also in allen Linien schreibt Oliver Bierman Geschichte. Und jetzt ist gelb und Max Verstappen wird langsamer. Ich überhole ihn und dann scheidet er aus. Was ist das denn bitte, Mann? Aber gut ist es für uns alle mal, denn wir haben einen 8 Sekunden Vorsprung. Mal gucken, ob das Safety Car rauskommen muss bei einer Strecke wie jeder eigentlich immer. Nein. Max Verstappen steht zwar immer noch da, aber da hinten ist wieder gelb. Es gab wieder eine Crash und jetzt kommt der Safety Car. Oh damn. Wir haben einen 8 Sekunden Vorsprung und sogar 11 zu Piastri. Also das wäre ein easy Win geworden. Ich hätte mich so locker hier drauf vorbereiten können. Aber na, so müssen wir die Strategie ein bisschen ändern. Ich muss vermutlich auf den gelben Reifen gehen. Wird nichts anders funktionieren, oder? Ja, wir müssen in die Box abbiegen. Ich weiß nicht genau, gehen wir auf den gelben Reifen? Vermutlich schon, denn so viele Runden auf Rot wird sich nichts. Das wird nicht gehen, also 11 Runden auf Rot, das überleben die Reifen nie im Leben. Deswegen auf die gelben Reifen, hier unser hoffentlich einziger Stop mit Charles Leclerc. Zack, hier, ganz flotter Stop. Fast warten müssen da, ja, da kamen schon die nächsten, auch der Teamkollege mit rein in die Box. Das ist natürlich bitter, wenn du da einen Double Whopper hast, aber es sind
fast nahezu alle in die Box gekommen. Also da, ja, alle, schaut euch das an. Jeder ist in der Box drinnen und da gibt es jetzt einen Riesentumult. Und ich kann da vorne, jihau, bye bye Leute, mal durchschnaufen. Jetzt suchen wir uns mal Bernd Mailänder, der sollte irgendwie herumcruisen. Und den müssen wir uns dann auch noch schnappen. Berndi, wo bist du? Da ist er schon, der Bernd Mailänder. Ich mache es euch aber nicht allzu schwer. Wir werden da gleich einen Cut anlegen. Dennoch ist es die bessere Strategie gewesen, dass ich mit Weiß gestartet habe. Ich weiß nicht. Aber natürlich haben wir jetzt diesen mittelmäßigen Reifenvorteil, weil viele halt eben hinter mir mit Weiß gestartet sind. Und es geht jetzt mal in Safety Car Indy Lap, Leute. Wir geben das Tempo vor. In der letzten Kurve geben wir also nur das Tempo vor. Ganz asozial gehen wir langsam los. Und Red Flag. Warum? Warum? Wie kann es sein, dass es eine Red Flag gibt nach einem Safety Car Restart? Also ich verstehe, oder während einem Safety Car Restart. Ich kann es ehrlich gesagt nicht ganz verstehen. Bringt mich aber jetzt in eine gute Lage. Denn so kann ich auf meinen, ja, eigentlich Wunschreifen, auf den roten Reifen drauf reingehen. Wir gucken uns aber jetzt mal an, was da los war. Das löste also die Safety Car Phase aus. Ein dummer Crash in Turn 1 zwischen Williams und Alpine. Oder ich weiß nicht genau, wer der zweite war. Lights out und let's go. Start Nummer 2 im heutigen Rennen. Und wir mit an die einzigen mit dem roten Reifen. Aber mich freut's. Ich sehe nämlich Carlos Sainz auf dem vierten Platz und der ist auf dem gelben Reifen unterwegs. Leute, der Junge ist von 12 gestartet und hat es einfach geschafft, sich in die Top 5 vorzuarbeiten. Auch wenn ich da nicht dran geglaubt habe, ist das wirklich eine starke Leistung vom Spanier. Und wir müssen uns hier ein bisschen jetzt mal kurz wehren gegen, na, wer ist das? Das ist Lewis Hamilton. Der ist auch verdammt schnell auf seinem gelben Reifen, obwohl meine roten theoretisch greifen müssten, tun sie das noch nicht. Ja, da gehe ich ein bisschen weit. Ich muss mich jetzt ein bisschen fokussieren. Ja, von diesen Safety Car Phasen, Red Flags und so weiter. Das ist dann schon wirklich sehr, sehr, ja, sehr mühsam, muss ich sagen. Nach 11 Runden gefühlt schon 3 Rennen absolviert. Aber jetzt Ende der 12. Runde mit 2x Purple und über 2,5 Sekunden Vorsprung. Doch der rechte Vorderreifen macht mir ein bisschen Sorgen. Der hat als einziger schon fast die 30%. Also ich dürfte da einen angehenden Blattfuß oder so bekommen. Das ist gar nicht gut. Ich hoffe, dass ich das die nächsten 5 Runden bis zum Ende hin durchziehen kann. Ja, die Hoffnung stirbt zuletzt, aber ja, das schaut nicht gut aus. Was ist los mit dem rechten Vorderreifen? Wird er da übermäßig beansprucht? Eigentlich nicht. Wir haben 16, 11 Kurven, also 16 links, glaube ich, 11 rechts, also ja, bei Linkskurven müsste der rechte Reifen, und wenn du da eh nur, ja, eigentlich half, da muss man fast sagen, das ist eh okay. Jetzt aber mal zurück, back in back, hier seien sie auf dem vierten Platz, doch, da ist die theoretische Möglichkeit noch auf den dritten, sogar noch auf den zweiten Platz da. Ich hoffe natürlich auch, dass sich da die Situation rechts vorne nicht stark verschlimmert. 25% hat der Reifen und Tendenz steigend, Leute. Das könnte jetzt tatsächlich noch einmal hier am Ende des Rennens ein Riesenproblem werden. Da bin ich mir nahezu sicher. Aber mal zurück hier. Und da komme ich gut raus aus der Kurve. Und da sind es fast jetzt die 4 Sekunden, die wir auf Hamilton gut machen konnten. Es sind noch 5 Runden zu gehen. 26, nein, es sind noch über 25. Nein, der Reifenverschleiß ist eigentlich eben minimal. Und beim Rausbeschleunigen hier auch gar nichts stark gemerkt. Aber mal zurück zum Geschehen. Wir dürfen uns jetzt auch nicht zu stark von diesen Reifen beeinflussen lassen. Und das heutige Rennen hätte einfach nicht besser laufen können. Zuerst kam das Safety Car, das wirklich zu einem mehr als perfekten Zeitpunkt kam. Dann die Red Flag. Ja, die kam eigentlich auch zu einem guten Moment, denn die löschte halt einfach 2 Runden weg. Und dadurch konnte ich hier auf diesen roten Reifen gehen. Und ja, bei 8 Runden überlegst du halt gar nicht. Da denke ich mir direkt drauf mit den roten Satz und fertig. So, noch einmal hier richtig reinpacen. 3,9 Sekunden sind schon auf Lewis Hamilton. Ich habe die Vierermarke geknackt und jetzt aber wird es ganz knapp. Es geht in die letzte Runde mit einem 88%igen rechten Vorderreifen. Die Reifen haben alle, ja, sichtlich gelitten, aber gerade der rechte Vorderreifen, da muss ich jetzt übervorsichtig sein, ob ich das schaffen kann.
Ich darf nirgendwo mit diesem rechten Vorderreifen nur annähernd streifen. Das könnte schon einen Reifenschaden verursachen. Ja, Hamilton hat ein bisschen aufgeholt, aber nicht so stark. Also sind nur zwei, drei Zehntel, die er da jetzt gut gemacht hat. Ja, hier ganz, ganz bad beim Einlenken. Das Auto macht nicht mehr das, was ich will. Die Hinterreifen sind noch okay, doch rechts vorne. Das ist halt wirklich unmenschlich, wie schwach dieser Reifen beieinander ist. Hier rechts, ganz nah, fährt man da normalerweise dran. Nein, ich habe nochmal die Mauer leicht touchiert. Das ist gar nicht gut. 93%, Leute, gelingt es mir dennoch, mit diesen fast toten Reifen ins Ziel zu kommen. Hier durch die schnellen Kurven, das sollte eigentlich kein Problem sein. Da längst doch kaum, das ist doch kaum irgendwie eine Belastung vom Vorderreifen aus. Jetzt hier durch die Zickzack-Kurve, Körper leicht berühren, dann nicht zu nah an die Mauer dran. Es geht in Richtung Turn 27. Da wird es noch einmal gefährlich und dann könnten wir das Rennen da tatsächlich easy gewinnen. Sainzi hat es nicht geschafft, er ist nur Vierter. Vielleicht noch Perez überholen aus der letzten Kurve raus und da kommt die Berührung und der Reifen löst sich von der Felge. Wir haben den Reifenschaden vorne rechts. Glücklicherweise ist hier die Jacket Flag und wir gewinnen auf drei Rädern hier den großen Preis von Saudi-Arabien. Was denkst du, wie haben sie dieses Resultat erzielen können? Der Fahrer stach eindeutig heraus mit reichlich Selbstvertrauen auf der Strecke. Ich denke, die Fähigkeit, selbst in hektischen Situationen im Rennen Ruhe zu bewahren, hat ihm ermöglicht, die Fehler der anderen Fahrer auszunutzen und mit Leichtigkeit die Spitze des Feldes zu erreichen. Wieder einmal eine hervorragende Leistung von Ferrari beim heutigen Grand Prix. Ferrari ist offensichtlich ein Team, das weiß, was es da draußen zu tun hat. Ich bin tatsächlich richtig stolz, also blöd, dass mir dieser Fauxpas in der letzten Kurve passiert ist, dennoch muss ich sagen, das heutige Rennen war tatsächlich sehr, sehr spannend und es hat richtig Bock gemacht. Blöd, dass Verstappen ausgeschieden ist, aber für heute soll es das mal gewesen sein. Es bringt uns auch in der Mega-Season-Tabelle tatsächlich jetzt an die Spitze und da bin ich noch viel glücklicher drüber. Abonniert gern kostenlos den Channel hier. Falls es mir die Videos gefallen, würde ich mich auch gerne über ein Däumchen oben freuen. Und schaut auch gerne auf Instagram und auf TikTok, wo Links bei allen in der Bio, da kommen noch viele News, was heute im Rennen abging. Recap, wie gesagt, kommt dann entweder morgen oder wahrscheinlich am Montag und auch die Christian Horner Story. Vielen, vielen Dank fürs Zugucken. Mein Team geht auch nächste Woche weiter, also bis dahin. Danke fürs Zugucken oder später noch auf TikTok und ciao. Wir sind tatsächlich Erste in der Weltmeisterschaft. Oh yeah, in beiden Tabellen. Bis zum nächsten Mal und ciao.